Hallo Leute, ja, willkommen zu einer neuen Folge von Avalon Code. Ja, ich hab's rausgefunden, was die Katze unbedingt will. Ich zeig euch das gleich mal und danach gehen wir zu Georg, der wollte uns ja noch einen Wissenstest machen. Das sollen wir doch mal gleich ausprobieren und ich weiß immer noch nicht, was ich danach machen soll. Ich glaube, in diesem Part werde ich jetzt jeden Spasti aus dieser Stadt ansprechen und zu gucken, ob ich irgendeine Sidequest dafür bekomme. Oder gar nicht, keine Ahnung. Wir gucken mal einfach. Vielleicht kommt da irgendwas, vielleicht auch nicht. Hier Rennen, Bug, Blume, die irgendwie glitzert mit Schmetterlingen. Okay, jetzt gehen wir mal weiter hoch. Ah, das ist so spannend, ich weiß, Leute. Ich weiß es, das ist einfach spannend. Ach, geh schneller. Ach, du Unfähiger. So, 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 nicht gegen die Säule, das nochmal und hier rein. Und die Katze ansprechen. Zeigen. Ich zeig euch jetzt mal, was sie unbedingt will. Das ist das hier, Gras. Also das Fuchsschwanz will sie unbedingt sehen, habe ich nachgeguckt bei Google, habe eingegeben. Das zeigen wir ja kurz mal und dann kommt das hier. Miau! Ja, jetzt haut sie ab. Und die sagt dazu nichts. Und die Katze kommt gleich wieder. Hier ist die wieder. Ja, das passiert trotzdem nichts, aber ich mache trotzdem. Ich zeig nochmal diese scheiß Fuchsschwanz. Vielleicht kommt dann irgendwas Interessantes, vielleicht auch nicht. Ich mach's einfach trotzdem. Reden. Okay, passiert wirklich nichts, okay. Schade, schade, schade. Also jetzt gehen wir mal zu Georg, aber nein, ach, wir treffen uns bei Georg. Wir sind angekommen, ja. Und ich wollte mich noch bedanken bei Devil Inside für den Tipp, wie das Puzzle da für die Puppe. Okay, Hallöchen. Ja, ich wollte mich bedanken. Danke nochmal, ich werde es versuchen. Und wenn ich das nicht schaffe, kein Problem. Ach, egal. Vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare von dir. Mhm. Jetzt geht einfach mal weiter. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Du hast dich im Kampf bewiesen, aber es ist Zeit, dein Wissen zu testen. Ich habe viele Bücher bei mir zu Hause, die Geheimnisse dieser Welt enthalten. Ich würde dich gerne dazu befragen. Sie handeln von Geistern, dem Buch der Prophezeiung und noch mysteriöseren. Ich bin mir sicher, dass du sie korrekt beantworten kannst. Willst du es einmal versuchen? Ja. Er freut sich. Hervorragend. Nein, hervorragend. Lass uns anfangen. Ach, jetzt kommt das. Verdammt. Lüftest, wirst du belohnt werden? Lass uns Wissen testen. Ah, ob ich nicht genug Schule hätte. Ah. Was dient in Romaniens Geschäft als Zahlungsmittel? Mystische Juwelen. Richtig. Wer ist der Eisgeist? Nyaki. Okay, das sind jetzt bisher leichte Fragen. Wir sind Ellie, Großmutter und Enkelin. Ich muss zugeben, ich habe sie schon davor ausprobiert, deswegen weiß ich das ja. Wie heißt das dicke Monster? Kobold. Okay, das ist doch mal geil. Welches war dein erstes Schwert? Genese? Oder Genese? Ah, wie spricht man das eigentlich aus? Wer lebt in der Hellseher Gasse? Rex. Zumindest habe ich das mal nachgeguckt. Nein, ich dachte kurz, ausprobiert, wo stammt Kamui ursprünglich her? Wer ist Kamui? Kamui? Hatte nicht Granatom. Wer ist Kamui? Verdammt! Warte, wer war Kamui wieder? Verdammt! Ja, halt die Fresse, ich kann auch nichts alles dafür. Das hatte ich erwartet. Wenn du einmal Lust auf eine Herausforderung hast, komm jederzeit vorbei. Bis dann! Ja. Okay, wir kriegen Elixier. Super. Bringt es mir was? Das weiß ich nicht. Ach, ich mache nochmal den Wissenstest, wie wir mehr bekommen. Und wenn ich den diesmal nicht schaffe, dann mache ich das mal aufschreiben und dann zeige ich euch, was er dazu sagt. Also, gucken wir mal. Wie heißt der Angriff der Monster in himmlische Abrechnung? Das weiß ja jeder, der meine Videos guckt. Welche dieser Dinge kann Nani am besten? Gedanken lesen? Ah. Okay. Du kennst doch sicher den alten Meister Fizz. Sammelsack, das weiß ich noch. Bis habe ich das noch nicht gesehen, diese Sammelsack. Wie heißt das dicke Monster? Kobold. Okay, das ist ja leicht. Das Fabelwesen. Löwe. Pogos sind Monster, die durch die Ebene kleine Größe.
Okay, jetzt kommen bestimmt vier, ja. Wie viele Codeformen, das weiß ich nicht. Ach, verdammt. Verdammt! Okay, ich habe versagt. Ja, ich habe verstanden. Ah, ja. Ach, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Test geschafft habe. Okay. Boah, das hat zu lange gedauert. Ich hab's geschafft. Wie ist nachher? Zieh los und lern weiter. Boah, das hat zu lange gedauert, diese Scheißfragen. Da waren so beknackte Fragen drin. Warum man die Sophen solche spitzen Noten? Was ist das Besondere an denen? Oder gibt es in diesem verlassenen Haus einen Wasserkrug oder irgendwelche komischen Fragen, die kein Schwein interessiert, aber trotzdem? Ach egal, ich hab's trotzdem geschafft. Verstehe, sogar ein Mensch kann es lösen. Dafür sollst du das erhalten. Soldatenhelm. Okay, ich habe den Soldatenhelm. Reden. Achso, reicht das, aber er wird nicht einfach... ja, okay, das habe ich jetzt bekommen von ihm. Reden. Ja, aber... ja. Okay, ich untersuche ihn mal. Boah, ich habe zu lange gebraucht dafür. Boah, Katana, Schwerter, Schilde, Kuchen... Okay, ich zeige ihm mal ein paar Sachen. Vielleicht sagt er irgendwas dazu. Vielleicht auch nicht. Waffen, Schwert, das hier vielleicht. Und sagst du irgendwas dazu? Reden? Nein, anscheinend wohl nicht. Zeigen. Objekte, Kuchen. Das hier ein Kuchen. Okay. Reden. Der Bastard will mir nichts geben. Geht zeigen. Irgendwas noch. Warte, was mochte er? Flaschen. Verdammt. Okay, das mochte er. Zerreden. Okay, ich gehe raus. Mit dem macht es ganz Spaß zu kommunizieren. Der gibt mir nichts. Diese feige Sau. Okay, was mag eigentlich Fiss? Das weiß ich gar nicht. Was mag diese perverse Sau eigentlich? Bestimmt irgendwas Perverses. Hüte, Haarschmuck, Brillen, Flüge, Süßigkeiten. Ja, reden wir mit ihm. Nein, ich bin nicht so einer wie du, der nur das Turnier macht, um ein Mädchen klar zu machen hier. Ach ja, es gab noch eine Frage. Wie viele Bänke gibt es im Stadtpark? Ich wusste es nicht. Warte, die gucke ich mal. Okay. Aber wen interessiert es, wie viele Bänke in der Stadt gibt's, Mann? Boah, dieses Quiz war beknackt, aber richtig beknackt. Wo gehe ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Verdammt. Wartet. Okay, bin wieder da. Ja, ich habe Mana gesammelt und ich gehe jetzt mal dahin, wo ich denke, wo ich hingehen muss. Ich gehe mal jetzt mal kurz zu ihm, guck mal, was er mag. Hier, und guck mir mal, was du magst. Schwerter, Schilde, Hüte. Ah, okay. Okay, du schwule Sau. Objekte. Kuchen. Hier, isst davon was? Okay, sagst du jetzt irgendwas dazu? Ja, er sagt was. Das ist unglaublich, Roxas, du bist ein wahrer Heldenstern von Kalaila. Die Welt ist voller Monster und Kriege. Deshalb denke ich, dass die Welt mehr denn je Helden braucht. Ich werde ein Held wie du werden, um für die Sicherheit aller sorgen. Ich weiß, es ist zu früh, das zu sagen, aber eines Tages wird es geschehen. Ist klar. Ist klar, das glaube ich dir hundertprozentig, dass du ein Held werden wirst. Der sofort bei einem Schwein sogar abhauen würde. Ja, ich weiß. Okay. Nein. Zeigen. Zubehör. Rücken. Flügel. Ja, ich weiß. Wie viel Mana hab ich? Okay, da sagt mir nichts mehr. Verdammt. Wo zur Hölle soll ich hin? Ich hab keinen Bock mehr. Ich will irgendwie kämpfen. Ja, zwei, aber ich will jetzt kämpfen. Vielleicht heißt das, dass ich auch schlafen gehen muss. Kann das sein?
gehe schlafen. Vielleicht bringt es ja was, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Ja. Nur noch 5 Tage bis zum Turnier. Wohin gehen wir heute? Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja, wir haben ja noch Zeit, was zu machen. Okay, wir können jetzt ganz schlafen gehen, oder nicht? Okay, was können wir in dieser Zeit denn machen? Das weiß ich nicht, weil ich schon fast alles gemacht habe davor. Ja. Verdammt. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz und gar nicht, was ich machen muss. Okay. Wo soll ich verdammt nochmal hin, Leute? Verdammt. Reden. Warte, ich versuche mal ihn zu... anzusprechen. Vielleicht bereitet er Geschosse. Ah, einmal Kekse und Kuchen. Zeigen. Aber Mana ist noch nicht voll. Objekte. Kuchen vielleicht. Okay, er ist sehr nett zu uns. Ach, ich hole mir Mana und dann spreche ich ihn weiter. Okay, wieder da. Zeigen. Habe ich schon mein Schwert ihm gezeigt? Das macht er auch, oder nicht? Hat er gerade das genommen, oder? Zeigen. Waffen. Ah, Geschoss kann ich ihn ja zeigen. Okay. Zeigen. Ach, der Macker will mir nichts geben. Kekse. Und jetzt? Ach, der Macker will mir nichts geben. Und was magst du? Vielleicht noch Bomben? Ja, was gebe ich dir denn? Der Macker mag auch Puppen. Zeigen. Objekte, Puppen. Wie er gerade das gesagt hat, perverse Sau. Ach, okay. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich versuche weiter das mit der Puppe. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Okay, Leute, ich versuche das mit der Puppe und dann sehen wir es gleich wieder. So, Leute, ich habe es geschafft. Es hat lange gedauert, aber ich habe es geschafft. Boah, das hat zu lange gedauert. Boah, mein Kopf. Ach, verdammt. Boah, das hat zu lange gedauert. Ich hasse solche Rätsel. Boah, solche Schieberätsel. Das hat meinen Kopf gesprengt. Ich glaube, ich bin jetzt verrückt geworden. Ich schwöre auf alles. Das ist krank. Oh, okay, ich mache die Puppe jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe die Puppe. Die gehen jetzt ihn zeigen. Ich habe jetzt auch genügend Mana dafür. Boah, das hat 45 Minuten lang gedauert, bis ich dieses Rätsel gelöst habe. 45 Minuten. Boah, mein Kopf. Es ist die Puppe. Roxas, wie hast du es geschafft? Diesmal hast du dich selbst übertroffen. Ich kann nicht glauben, dass ein Trottel wie du das durchziehen konnte. Warte. Warte, hat mich gerade gedisst? Danke. Ey, du willst mir nicht... Ey, ich habe das jetzt alles gemacht für einen Dank, oder was? Ey, du willst mich doch verarschen. Ey, das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr... Ich hasse dich. Okay, jetzt kommt was. Hä? Hey Roxas, oder sollte ich sagen, Hellenstern von Kalaila? Die Sache ist, ich habe eine Bitte an dich. Komm mit mir, aber erst im nächsten Part. Tschüss.